Somit hallo und herzlich willkommen zu der gemütlichen Chaos-Runde hier bei mir in Ark. So, im Solo-Gang, es haben sich ein paar Sachen getan. Leute, ihr wisst ja, ich zock das ja immer zwischendurch hier auch. Die ganzen Dinos hier sind weg. Sehr gut. Das Ding ist, dass ich gerade eingeloggt bin. Oh, sehr gutes Deutsch wieder. Als ich mich eingeloggt habe, war hier Chaos. Und ist mir gerade, wer ist gestorben? Moment, ich muss mal gucken. Ich guck mal hier gerade mal. Wer ist gestorben? Irgendein Sänger. Hier, Green Day ist gestorben, also die ganze Band. ja, keine Ahnung, die sind halt hier rumgehuscht und haben Blödsinn gemacht. Ich kann euch aber verraten, warum das so ist. Weil irgendwie irgendjemand wieder ein bisschen Scheiße gebaut hat. Jutis haben wir ein paar hier, die sind immer noch heranwachsen. Ich hab mir dann, wo ist dann... Ja, sorry Leute, es ist was passiert, aber... Oh, Hallöchen, du Hübscher. Bisschen hübscher, das ist ein Hübscher, ein Hübscher bist du. Schön bist du. Jetzt ein bisschen hier die Zähne feilen hier. Ich hab den Winkelschleifer da hinten liegen. Soll ich mal vorbeikommen, ne, mein Freund? Ja, guck mal hier. Ja, du hast ein bisschen Blitzen in den Augen, ne? Ja, du möchtest auch gerne auf Reise gehen. Keine Chance. Du bist mein Ausstellungsmodell. Du bleibst hier. Ja, guck, nicht so blöd. Das ist so. Du bist halt einfach nur Deko. Ne? Sind wir uns einig. Super. Pass auf. Wir haben ein Problem. Wo ist denn der Vogel jetzt hin? Ich hab den gerade noch hier abgestellt. Jetzt ist er schon wieder abgehauen, ne? Boah, der Vogel geht mir auf die Nüsse. Ihr kennt ja noch Gustavina 2.0. Wir haben, das ist Gundula. Aber dann nutzen wir gerade mal kurz mal Gundula. Wir müssen mal kurz gucken. Wo könnte die rumstehen? Ah ja, auf jeden Fall, guck mal, da hinten stehen die ganzen Rexe. Die hab ich jetzt mal hierhin verfrachtet, weil das war viel zu viel. Das war einfach viel zu viel, Leute. Das können wir so nicht machen. Moment. So. Guckt euch diese Mannschaft an. Es wird Zeit, dass wir wieder einen Boss machen. Und übrigens, eine Sache ist mir passiert. Folge 16 auf YouTube. Dort, wo wir halt die Spinne gemacht haben. Da hatte ich das Problem, dass die Folge mir irgendwie in drei Viertel abgekackt ist. Und ich kann die nicht hochladen, weil YouTube die nicht mehr annehmen will. Warum auch immer er das macht, ich habe keine Ahnung. Aber es ist jetzt so, die kommt dann halt nicht auf YouTube. Das heißt, den Bossfight überspringen wir auf YouTube direkt. Deswegen sage ich immer, live dabei sein. Viel besser, ne? Viel besser. Guck mal hier, was wir hier haben. Hier haben wir zwei Baryonyxen, die war ich noch holen. Zwei Stück. Die sind mega geil, die Dinger. Das macht so Spaß. Stirbt er gerade an Agi im Ozean? Ey, du willst mich doch gerade verarschen. Erstmal hallo und danke für die Info, aber das könnte natürlich sein. Das könnte natürlich meiner sein, ne? Wo hast du ihn denn gesehen? Ach je, das ist meiner. Komm da mal raus. Egal, was du da machst, komm da raus. Ah, da ist sie. Das geht nicht, ne? Ich muss ihn in den Cryoport holen, ne? Also ihr seht, es ist Gustavina 3.0, weil 2.0 gestorben ist. Und wenn es so weitergeht, ist 3.0 auch gleich weg, ne? Also... Ich krieg den nicht da rein. Ah je, ihr seht, es geht schon wieder... Ah, da ist was. Die ertrinkt sich, ne? Pass auf, ich hab eine andere Idee. Ja, bleib mal da. Weil mitkommen will die eigentlich, ne? Ja, der trinkt hundertprozentig. Ist egal. Aber hey, ne, erstmal nochmal danke für den Tipp und die Info hier, ne? Ist ja schon mal wieder geil. Ist ja schon mal wieder richtig geil. Ich liebe es, wenn es so losgeht, ne? Direkt mal Chaos hier. So soll es hier laufen, ne? Aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja genug davon. Ich weiß nicht, warum das zwischendurch passiert, dass die sich einfach selbstständig machen. Ich habe keine Ahnung. Da komme ich ins Spiel rein und dann machen die nur Blödsinn. Komm, hau mal rüber hier. Wir gucken mal, ob wir ihn schieben können mit dem Boot, ne? Du hast das nur aus dem Augenwinkel gesehen. Aber gut, dass du es gesehen hast, weil ich hätte den jetzt überall wieder gesucht und hätte ihn nicht wieder gefunden, ne? Guck mal, da stehen auch irgendwelche. Das sind die Pieper. Was? Also ich will es gar nicht wissen, Leute. Es ist Montag, ne? Ah. Mein A-Charakter ist weiblich. Nach 2 Stunden habe ich ihn aufgegeben, einen Menschen zu erstellen. Er sah immer aus. Na, was? Immer wie ein Uran-Utang aus. Ja, die sehen schon ein bisschen heftig aus, ne? Also ich bin froh, dass ich so einigermaßen einen normalen Charakter hinbekommen habe. Aber, jo. Aber, so ist das. Wir gucken mal, ob wir den da rausretten können. Ich hoffe, dass ich ihn schieben kann, damit er wieder an Land kommt. Der hat höchstwahrscheinlich keine Ausdauer mehr, ne? Was auch immer der gerade jagt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das keine gesunde Stellung, dass da... Wir versuchen jetzt mal, ne? Schön wie möglich. Hast du einen Dino-Tracker? Ne, habe ich nicht. Ich will das die ganze Zeit schon immer einbauen, aber ich mache das irgendwie nie. So.
Ja, wir können ihn drücken. Super. Aber jetzt muss ich nur noch richtig hinkommen. So. Ich fühle mich überlesen. Rote Zora, es tut mir leid. Also kein Bauen und direkt... Okay, Moment. Also kein Bauen und direkt Action. Supi. Yeah! Ja! Heute ist nicht mit Bauen. Ich wäre mal froh, wenn ich das Schiff da hinkriegen würde, wo ich es gerne hätte. Komm, schieb den jetzt einfach mal. Ich kann den nicht schieben. Ah, was ist denn das für ein komischer Vogel? Dann lassen wir den einfach da, ne? Er scheint ja Spaß so an Pirouetten zu drehen. Ist eine Meerjungfrau hier. Ich weiß nicht. Oder hier, die sind diese Schwimmerinnen hier, die so tanzen. Vielleicht kann ich ja durchfahren und da kann er drauf landen. Ja, es geht, es geht. Wir können schieben. Er hängt jetzt in uns drin. Wir schieben ganz langsam. Ja, komm, Forceboot. Komm jetzt mit, bleib einfach drauf. Ja, bleib drauf. Komm. Guck mal, was ist denn das für ein komischer Pelikan da? Ah je, das kann nur stundenlang dauern. Habe ich den vom Boot einsammeln kann? Ich glaube, das Problem ist, warum ich ihn nicht einsammeln kann, liegt daran, dass er so im Kreis dreht, ne? Aber ist nicht schlimm, Leute. Ist nicht schlimm. Es ist nicht der erste Agi, den wir verlieren. Und es ist auch höchstwahrscheinlich nicht den letzten. Deswegen heißt er ja schon 3.0. So. So ist es halt. Also, jetzt backt er wieder das Boot. Also, wir testen es mal, ob es funktioniert, ne? Vielleicht haben wir ja Glück. Bleib mal stehen, Junge. Kann ich nicht drauf? Nein. Wo ist er? Da. Vogel. Hallo, stopp, stopp. Maestro. 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 Ey, dann ist ja eine Sie. Erstmal auf mit dem Scheiß. Du prima Ballerina. Ah. Ja, er dreht halt, ne? Er dreht halt im Kreis. Passt in die Familie. Aber er scheint auch nicht zu sterben irgendwie. Ach, weißt du, auf sowas habe ich schon wirklich keinen Bock für anzufangen, ne? Kannst du den Vogel vom Boot einsammeln? Nein, haben wir gerade probiert. Schlag dir mal mit der Faust. Ja, ey, das ist ein U-Turn. Nein, jetzt ist er tot. Ach, ist mir egal. Komm, Opfer. Also einfach ein Opfer. Fertig. Das Boot lassen wir jetzt hier stehen. Aber ich möchte euch gerne noch was richtig Geiles zeigen, Leute. Ne, also... Vielleicht kriegen wir es dann noch hin, aber erstmal muss ich mal hier hoch. Und jetzt möchte ich euch... Das ist auch der Grund, warum Gustavina 2.0 nicht mehr existent ist. Und zum Glück kann ich ja respawnen, weil es hat ein bisschen gedauert. Ihr seht, hier haben wir ein Spinnu. Und dann haben wir noch was richtig Geiles. Oh, wo ist denn der hin? Da steht er. Da ist er. Ich hab den guten Kerlchen, den Gigantosaurus habe ich mir besorgt, Leute. Hey, kannst du mal bitte da drauf gehen? Hallo, warum steht ihr einander? Komm einfach mal kurz mit. Zwei Schritte rüber. Das ist so ein geiles Vieh, Leute. Das war richtig kompliziert, den zu kriegen. Ja, sie ist tot. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt einen neuen Gustav. Also, in dem Gustaviner. Ja. So ist das halt. Guck mal, er hat sogar ein Ei gelegt. So, so viel dazu. Kannst du jetzt mal aufsteigen? Ja, super. Hör mal, nerv du jetzt nicht hier. Geh mal drauf. Hör mal, ist alles hier Billigpackungen hier, ne? So, das ist mein neuer Tank, den ich hier habe. Weil der ist einfach nur geil. Da passiert gar nichts. Du wirst von keinem Dino angegriffen. Das ist das geilste Feed Arc. Also, The Island, was du kriegen kannst. Aber er ist halt ein LKW, ne? Ist halt so. So. Ja, ja, du brauchst... Oh, guck mal, der hängt doch schön übers Geländer da, ne? Ja, super. Deko nennt man das. So, läuft hier. So, der ist geil. So, wir haben versucht, sie zu retten, Leute. Jetzt hört mal auf hier. Ich kann ja auch nichts dafür, ne? So, pass mal auf. Der ist richtig geil drauf. Der hat gerade mal 45,4 Nahkampfschaden. Ich bin gerade mal dabei, den so ein bisschen hochzuziehen. Aber der hat 17k live, Leute, ne? Und der ist erst Level 46. Also... Das ist ein massiv geiles Tier.
Das macht so Spaß, mit dem rum zu eiern. Und ja, wie ich das gemacht habe, für den zu fangen, ich habe mir sehr viele Gates gebaut. Ich habe mir Biomods-Gates gebaut. Ich habe alles gebaut. Aber es ist am Ende hat es geklappt. Irgendwie habe ich ihn dann getrappt und der beißt dich, dann zerblutest du. Die Rüstung war direkt weg, zweiter Biss tot. Und nachher hat er keine Rüstung mehr. Dann hieß es immer nur ein Biss und tot. Aber so ist das halt, ne? So, und dann habe ich noch eine Mod installiert, weil wir wollen ja ein bisschen vorwärts kommen hier in Ark. Ne? Pass auf, wir brauchen erstmal eine neue Gustavina und deswegen ist es auch gerade so gut, dass wir gerade hier sind, weil wir wollten das ja testen. Wenn man Shift F8 drückt, habe ich mir so den Creature Finder Deluxe geholt. Dann kann man nämlich, mega geile Mod, müsst ihr unbedingt haben, Leute. Macht alles wesentlich einfacher. Pass auf, wir hätten gerne jetzt einen Agi, ne? Wo haben wir den dann? AR? Ich sehe ihn nicht. Anglerfisch, Ankü. Ah, Agentavis. So, bumm. Da kann man hier suchen. Mega geil. Also, die Profis hier kennen es sowieso. Und dann kann man nach Level suchen, dass man relativ einen hochleveligen sich ranholt. Man kann auch natürlich kleinere holen, aber das ist halt mega praktisch. Sagen wir mal, wir brauchen sowieso ein Weibchen hier. Das ist das Höchste, was gerade auf der Karte ist. Und da geben wir uns den Fangen, ne? Bumm. Und das Coolste ist, jetzt haben wir so ein GPS-Dings, dass wir wissen, wo der sich befindet. Und das finde ich halt mega geil. So, das heißt, wir gehen uns jetzt mal eine neue Gustavina 4.0 holen, weil 3.0 ist ja nicht mehr da. So, und dafür. Naja, wir können Gundula nicht nutzen dafür, ne? Weil nachher ist das Gundula 2.0. Ich kenne mich ja. Deswegen nehmen wir uns Sum 41. So, den haben wir hier. Super. Der ist ja richtig fix unterwegs. Und dann würde ich aber sagen, bevor wir jetzt großartig dahin laufen, gucken wir mal, ob wir irgendwie dahin teleportieren können, ne? Hol dir den Sattel. Oh, sehr guter Call. Aber hey, das macht keinen Sinn. Ist ja egal. Es ist ja schnell hergestellt. Ich habe den schneller hergestellt wie. Agi, da, guck mal hier. Rum. Geht nicht mehr, hab nicht mehr. Okay, wir gehen den Sattel holen. Ich glaube, die hat sowieso noch viel Dings. Aber ich brauche den gerade nicht. Ist ja egal. Weil die geht ja sowieso wieder drauf. Ihr kennt mich ja, ne? So. Pass auf. Erstmal guck mal hier. Wir müssen ja ungefähr so in die Richtung, ne? Sollen wir den Berg nehmen? Wir nehmen den Berg, komm. Berg ist immer gut. Und das sind 4000 Meter, ne? Ist schon eine Strecke. Ein geiler Tee, schmeckt mega geil. Ich kann euch aber nicht sagen, welche Sorte es ist. Ist aber egal. So, pass auf. Erstmal die gute Rüstung. Ist ein bisschen fresh in der Gegend. Kennen wir ja. So. Und dann ist die gute Olle ist in die Richtung. So. Die gute Gustavina. Ja, und den Kerlchen, den... Wie heißt denn der? Gigantosaurus, nenne ich den jetzt mal. Den habe ich da hinten auf dem Berg gefunden. Also, der lief da rum. Nee, das stimmt gar nicht. Was? Das war hier, das war direkt am Berg selbst. Da unten im Tal habe ich den gefunden. Und leider gibt es immer nur einen pro Karte. Habe ich bis jetzt nur gefunden. Ist halt ein bisschen blöd, da kann man die nicht züchten. Aber so, what, who cares, ne? Dann machen wir das. Brauchen wir noch ein bisschen Leder? Kriegen wir hin. So. Und wenn einer von euch mal so nett wäre und könnte mir mal sagen, oh, wir können auch kurz zum Obelisken teleportieren, aber ihr könnt es mir trotzdem sagen, falls ihr es auswendig wisst, welche Artefakte wir brauchen, um für den Dings zu machen. Was ist denn hier schon wieder los? Was bist du denn? Kentrosaurus. Okay. Sieht aber geil aus, ne? So, und das ist unser Kollege da unten, ne? So, und du bist was? Den möchte ich auf jeden Fall mal hier mal kurz weglocken. Guck mal hier. Genau. Jetzt fliegen wir mal schön gemütlich hinterher. Das ist gut. Kein Stress machen wir hier, ne? Kommst du? Ja, super. Komm mit. So, das Problem ist halt, weil ich immer hier mit meiner Armbrust ja auch drauf schieße, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt stirbt, sehr groß. Ich müsste mir unbedingt mal die andere Waffe machen. Ja. Ja. Es sollte ein wilde nachspawnen. Das Ding ist halt, ich habe schon über eine Stunde mit denen gespielt, ne? Also bis jetzt ist noch nichts nachgespawnt. Also wir werden mal gucken. Krieg ich jetzt Stress hier? Also ich muss erstmal gucken, was mit Sum 41 los ist. Weil nicht, dass der hier auf Aggro steht. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Moment, warte mal, Leute. Warte, warte, warte. Oh, guck mal, ist ein Bäumchen. Einer Bonsai in der Natur. Steht da eine Kiste? Da steht tatsächlich eine Kiste. Geil. Ist aber egal gerade. So, jetzt guck ich mal, ob der noch auf Aggro steht oder was auch immer. Verhalten. Passiv. Passiv ist immer gut. So, pass auf. Dann den da. Komm mal mit. So. Hep. Kein Stress hier.
come on. Und vielleicht auch nicht in den Kopf schießen. Das wäre schon mal nicht schlecht. Aber was macht der? Er schießt ihn in den Kopf. Hey, hast du gut gemacht. Aber solange er überlebt, bin ich glücklich. So, jetzt rennen wir ein bisschen rüber mit dem. Dass der uns nicht stresst hier. Mittlerweile bin ich voll Agi-Profi geworden. Ist ja klar. So, hopp, wieder hoch. Oh, es hängt ein bisschen. Kein Stress. Alles gut. Easy going. So, jetzt gleich haut er ab. So, hinterher. Wir haben noch kein Fleisch. Aber kriegen wir. Dip. Okay, der geht gleich runter, ne? Ach, come on, ey, das noch 100. So, wir können uns mal schnell hier irgendwas zu naschen. So war's hier, ne? Natürlich. Ne, komm mal lieber weg kurz. Komm, land. Hm, da sehe ich ihn nicht. Okay. Das kann schon um Stunden dauern, ne? Also, so, würde ich gerne jetzt springen und ihn einfach so von hier torpuren. Aber hier werden wir ihn jetzt kriegen. Hier kriegen wir ihn jetzt. Come on, Junge! Das ist zu weit weg, ne? Weißt du? Oh, ey, wie schlecht kann man denn treffen, bitte? Geht doch! Geht doch! So, jetzt brauchen wir ein Stück Fleisch. Ja, aber das dachte ich mir, dass der nur einmal spawnt, ne? Was ja okay ist. So, hier ist ein Stück Fleisch, das können wir uns gönnen. Komm, dann nehmen wir den da. Ist ja egal, ich brauche nur ein Stück Fleisch oder so. Oder hast du Fleisch im Bag? Ja, hat der, super. So, jetzt kein Stress hier. Das wird Stress, ich weiß es jetzt schon. Nein, ich muss das Fleisch erstmal rüberholen, ne? Hohes Fleisch. Ja, komm, mach mal 50. Danke. Nein, die sind ja friedlich. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber die Techies, die gefallen mir mal so gut, ne? So, wir können ja mal gucken. Pass auf, wir fliegen mal kurz ein bisschen hoch. Da können wir ja mal schön gemütlich auf der Karte gucken, ob man noch so... Wie heißt denn der? Giga... To... No Creature Found. Vielleicht habe ich es falsch geschrieben, aber das kann man mal in der Liste gucken, aber ich glaube nicht. Ah, Giganotaurus... Oh mein Gott. Inatutusaurus? Nee, hier ist er doch. Und das ist eine Tech-Version davon. Ne, siehste, gibt's nicht mehr. Hm. Naja, und die Tech-Version? Gibt's auch nicht. Naja, ist auch egal, ne? Gibt's auf jeden Fall gerade nicht. Was ja auch ganz okay ist. Ja. Weil ich glaube, das wäre ein bisschen... Ah ne, das war jetzt schlecht, was ich gerade gemacht habe. Das sollte man nicht machen, weil jetzt sucht er natürlich alles, ne? Jetzt müssen wir kurz warten. Hey, danke für die schöne Liste. Wollen wir nicht haben, hau ab. 2000 Kreaturen. Ah, was hat er denn da? Mhm. Ein Stegosaurus-Level. Okay. Cool, 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 cool. Hör mal, was brauchst du so lange, Junge? Hat noch keinen Hunger. Also, der müsste doch Hunger haben. Der hat doch genug Schaden gekriegt. Pass auf. Ich will gar nichts suchen. Kannst du mal clear all? So. Ist jetzt weg? Ja, super. Ja, ich mag das nicht, wenn da so die ganze Zeit so GPS-Signal da ist, ne? Ist ja mega ätzend hier. Ja, hat einfach keinen Hunger, ne? Dauert noch ein bisschen. Naja, wir warten dann mal kurz auf ihn. Derzeit können wir uns aber einen Taggy gönnen hier.
Easy going hier. Guck mal hier, Sum 41 regelt hier, ne? Zack, zack, zack. Der trifft mich auch gar nicht, ne? Ja klar, er kommt nicht an mich ran. Boah, ist der lahm unterwegs, ne? Ach so, das dauert sehr lange, bis er wieder respawnt. Ja, ist aber egal. Und dann müssen wir noch das Glück haben, dass ein Weibchen dabei rumkommt. Und das wird höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein. Super. Was haben wir? Ja, es wird jetzt... Gustavina 4.0 entsteht gleich. Mit wem? Mit ihm hier? Ja, der macht so eine Rolle, ne? Während dem Fliegen, ne? Ja, das weiß ich. Eigentlich schon rausgefunden. Ich weiß aber nicht, für was das gut sein soll. Außer für noch schneller zu fliegen. Aber ist ja nicht schlimm. Haben wir ein bisschen Zeit gerade, ne? So. Und diese Mikroraptoren, boah, ey, die sind ja mal lästig, ne? Oh, oh, oh. Aber da dachte ich mir schon, das kann nicht dein Ernst sein, ne? Jo. Ich will heute gerne noch die Artefakte mit euch machen. Also insofern wir es schaffen. Weil sobald wir den Affenboss gelegt haben, hören wir erstmal auf mit Ark. So, das habe ich jetzt fest entschlossen. Ich wollte im Endeffekt heute die letzte Folge spielen. Aber das werde ich heute allein nicht alles hinkriegen. Machen wir vielleicht morgen die letzte Folge. Mal gucken, ne? Also ohne Stress oder so. Vielleicht wird so bis Ende der Woche. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, eine Sache steht fest. Nächsten Samstag, also kommenden Samstag, das spielen wir auf jeden Fall. Ja, das weiß ich. Super. Also, Gustavina 4.0. Das ist fast richtig geschrieben, würde ich mal sagen, ne? Gustavina 4.0. Ah, geht doch. Boom. Schön sieht's aus. So, wir stellen dich mal direkt mal auf passiv. Wir sind ja ein friedliches Volk hier. So, und dann stellen wir uns noch nah beieinander. Und dann hat keiner den Fehler vom Start bemerkt. Ist nichts passiert, ne? Ist alles super gelaufen, ne? War ein super entspannter Start hier. Ja. Mit der Rolle macht man mehr Schade. Okay, okay, okay. So, du kommst aber jetzt trotzdem einmal mit. Ja. Wir werden auch die Base nicht fertig bauen oder so, ne? Das dauert mir sowieso alles ein bisschen zu lange. So, da kommt sie, die gute Dame. So, ab. Und da kriegst du noch einen Ledersattel, ne? Also ein Sattelschirm. Müssen wir mal gucken gehen, ob wir alles dabei haben oder ob wir es hier herstellen können. Weil in der Werkbank habe ich ja meistens immer mehr Kram rumliegen. Dann hier. Agi. Geht doch. Er heißt ja Agent. Ne, wie heißt denn der richtig? Hallo, kannst du mir das mal einblenden? Infokarte bitte, danke. Das ist nicht der richtige. Kann ich den tatsächlich dann nur selbst herstellen? Agent Harvis heißt der, genau. So, zieh mal einen. Geht nicht. Ich will den da. Geht doch. Siehst du, jetzt geht's. Jetzt bin ich nah genug an den Sachen dran. So, haben wir den Sattel, den Rest können sie behalten. Ich habe eine Kralle da drin. Interessant. Die brauchen wir für die Brutmutter 2, ne? Jo. Juti, was ist los mit dir? Chill dich, ne? Chill dich. Okay, Moment, es ist ihm warm. Nein, das Ei kann es nicht anziehen. Wäre lustig. So, da gehen wir eine kurze Metzelrunde machen, weil der braucht jetzt ein paar Level. Ne, den AG, wo ist denn... Wo ist denn der hin? Gustavina, da ist sie ja. So. Oh, die Farbenpracht ist auch okay. Ist okay, kann man durchgehen lassen für heute, ne? Die Frage ist, ob es den heutigen Tag überhaupt überlebt. So, ich müsste einmal zum roten Obelisken. So, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Den sehe ich ja gar nicht auf der Karte. Dann teleporten wir uns dahin. Oh ja, die ist lahm. Oh, die braucht direkt mal erstmal Geschwindigkeit. So, das ist das Erste, was sie kriegt. Und, guck mal den komischen da. Du haust mal ab. Ich will dich hier gar nicht sehen. Hau ab. Naja, will nicht so richtig. So, da müssen wir mal gucken, dass wir die ein bisschen hochkriegen. Den roten Obelisk, ich glaube, der ist in die Richtung, ne? Und auf dem Weg dorthin killen wir alles. Ja. Dass die ein paar Level kriegt, dass sie ein bisschen schneller wieder wird, ne? So, und dann gehen wir noch heute ins Wasser, weil ich glaube, wir haben eine Unterwasserhöhle. Die eine weiß ich auf jeden Fall, das ist diese Devua oder Devure, keine Ahnung, wie es heißt. Ist mir egal, ne? Ist mir egal. So, was hat mein Kollege? Der hat Hunger.
Stück waren. Durst geht so. So, kleinen Dodo für unterwegs. Das müsste ja machbar sein, ne? Guck mal hier. Den kannst du aber schön gönnen. Das ist super. Was machst du? Du hast noch kein Level up. Was genießt du so? Flieg. Flieg, mein Freund. Flieg. So sieht's aus. Ja. Aber sonst läuft's geschmeidig hier. Aber ich find's geil, dass ich... Also ich glaube mal, dass der große Dino, den Giga, den wir dort haben, ne? Dass das der größte ist. Super. Ein Level. Direkt mal hier wieder geschwindig. Oh, mehrere Level. Sehr gut. 110 ist schon mal ein guter Anfang. So. Eine Schildkröte können wir nicht heben, aber die können wir so machen. Guck, was der hier anschleicht. Das Mädel, ne? Also sie braucht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr auf Damage. Komm! Flasch die Schildkröte! Komm, lass sie mal rauskommen. Ah, die nächste kommt auch schon von hinten. Super. Die scheint aber auch zu buggen. Ey, die macht mir 5 Schaden. Ist aber auch nicht dick. So, noch 2 Bisse, noch ein, dann haben wir sie. Super. Jetzt kriegst du direkt mal was auf Nahkampfschaden, weil das ist ja auch nichts, was da. Kaum 300, hör mal. Jetzt schlafen, Junge. So, passt. Ah, guck mal. Seitdem ich diese Kartenmod da geladen habe, schwimmen, also fliegen zwischendurch hier so. Ja. Dinger rum. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Nicht natürlich, nicht. Ah, guck mal, den hier können wir uns gönnen. Der ist okay. So. Perfekt. Den hier. Hier, das sind die Vögel, die ich so schön finde. Tapejara. Okay. Hier ist noch den Titanosaurus. Okay. Den Gigakiller. Sieht ein bisschen aus wie übergrößte gepanzerten Bronto. Okay. Den habe ich aber noch nie gesehen. Gibt es den dann noch hier auf der Insel? Weil das ist ja oft so immer ein bisschen das Problem, ne? Gibt ja nicht alles hier. Komm, wir gönnen uns ein Dodo. Ah, verpasst. Schade. Ein guter Dodo. Ah, unsere alte Base, ne? Mhm, da fliegen wir jetzt hin und noch ein bisschen weiter. Wir hätten auch direkt ins Sägewerk porten können, aber ey. Und hier ist heiß. Du solltest bald einen kühleren Ort draufsuchen. Ja, nein, machen wir nicht. Keine Lust darauf. Ja, tauchen gehen hier. Schön gemütlich jetzt, ne? So, den ersten Chaos für heute haben wir schon hinter uns gebracht. Das ist immer top. Kleiner Moschop zum Frühstück. Stirbt der mal? Komm, ich will den anderen auch noch mit hier nehmen. Hallo, dann nimm stehen. Also ich will auch einen Moschop für die Route. Dann nimm stehen. Danke. Oh, ich nehme gar keinen mit. Ja, den will ich jetzt nicht. So. Dann brauchen wir kurz Ausdauer noch hier. Pass auf. Er kriegt in dem Fall wieder ein bisschen Angriff. Das haben wir auf der Langzunge. Okay. Ach, guck mal, das wird ja schon ein bisschen besser. Ja, direkt 2 Stück beieinander. Das macht Sinn. Kannst du nur um Stunden handeln. Ein Schneebiom. Okay, Rotorbelichtung und ein Schneebiom. Okay. Ja, cool. So. Komm, weiter geht's in der Runde. Mal gucken, welche Tragekapazität hat er denn? Gewicht? Ja, da ist er noch gut. Da ist er auf jeden Fall noch gut unterwegs. Sehr, sehr schön. Da ist noch einer. Die können wir uns noch mal mitnehmen. Aber hier sind immer so ein paar kleine Häppchen zwischendurch, ne? Am liebsten mag ich hier die Parasau. Groß. Heißt der höchstwahrscheinlich, ne? Newton Para.
Weil den kann er so schön schnappen. Und dann gehen wir noch heute ein bisschen ins Meer. Mal gucken, dass wir noch andere... Oh, was backen hier so zwischendurch? Finde ich nicht so toll. Guck mal, hier sind schon wieder welche Kaulquappen hier. Oh, Kaulquappen. Nimm so eine Kaulquappe. Wie nennt man die Dinger dann nochmal? Eine Qualle. So. Schön gemütlich. Also jetzt müssen wir so langsam dahin kommen, ne? Ja, soweit ist es nicht mehr. Hier scheint alles irgendwie dezimiert zu sein. Hier ist gar kein Dino mehr. Woran kann das wohl liegen? I don't know. So, können wir ein bisschen Druck rausholen jetzt. Ne? Den ersten Stress haben wir für heute überstanden. Jetzt ist einfach mal Entspannung angesagt hier, ne? So. Ja, nicht immer hier voll Gas geben, hör mal. Die geht ja nicht. So, hier ist die Anfangsinsel, ne? Das heißt, da ist unsere Wohnung. Ja, ja, guck mal, da ist der rote Obelisk, ja. Aber ein Dino bräuchte man noch für unterwegs. Diese Seite der Karte, die haben wir einfach noch nie komplett gemacht, ne? Guck mal, da haben wir immer noch ein Stück, wo wir nie waren. Das könnten wir heute mal erkunden gehen, ne? Eine kleine Erkundschaftungstour hier. Zähmen. Was gibt's denn zu zähmen? Ah, gibt es eine Möglichkeit, die Quallen zu töten oder zähmen? Ich habe keine Ahnung. Es gibt einen Dino auf jeden Fall, der reagiert nicht auf die Qualle. Das weiß ich. Irgendein Wasserdino. Ich weiß aber nicht, welche das ist. Da kannst du sie damit fressen. Da ist mein Futter. Der geht nochmal schnell mit hier. Er hängt eh im Büsch. Im Gebüsch. Super. Und hier drüben machen wir eine kleine Pause, ne? Ah, guck mal. Ein Spinno, der Spinner. Aber Level 2. Was willst du denn damit anfangen? Hör mal. Weißt du, der wird noch von der Mutti gefüttert. Na, ist doch egal. Wo ist denn unsere Arc-Musik hin? Ist so ruhig geworden, ne? Oh ja, guck mal hier, den nehmen wir auch mal mit hier, den komischen Dilophosaurus. Okay, komm. Zack. Ja, ja, kein Problem hier. Easy Girl. Guck mal, 95 Schaden machen wir mittlerweile schon. Das ist schon besser. Ein bisschen Knockback haben wir auch schon. Das ist das schon mal nicht schlecht. Super. Ah, die geben gut Level, ne? Zack, hier, 400. Jetzt gehen wir so langsam in die richtige Richtung. Oh, das hier sieht aber schön aus. Hier kann man bestimmt schön Pinguin halten. Ist ein bisschen zu warm, aber... Ja. Zähmen kannst du die nicht nur killen. Gibt's Biotoxin. Also, gibt Biotoxin. Okay, warum braucht man denn Biotoxin? Ist das für irgendwas Spezielles herzustellen? Leute, wir sind angekommen. Die fliegende Qualle. Aber zwei Schildkröten gibt es hier noch. Ja, 102 Schaden. Ja, jetzt wird so langsam wieder interessant. Noch ein bisschen. Zweimal. Noch einmal. Ah, ne, noch einmal. Ja, geht leider nicht. Super, jetzt kannst du eine Pause machen. Super. Und ich hoffe, das ist hier, ne? Nicht, dass ich mich hier vertue, ne? Das ist ein Drache. Gut. Gut. Zum Glück haben wir den falschen Obelisken erwischt. Das ist immer gut. Aber Hauptsache, ihr lasst mich auch alle dorthin laufen, ne? Ja. Pass auf, dann porten wir uns jetzt mal zu den anderen Obelisken. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, wo die alle sind. Gehen wir mal auf Blau. Ah, hier ist es kalt. Ist aber friedlich, das ist gut. Aki, mach keinen Scheiß. Hallo? Inventar? Da. Ah, hier haben wir ihn. Also.
Artefakt des Brutalen. Ja, zum Glück habe ich hier auf Englisch stehen und ich weiß nicht, okay. Krasser Rudels. Das ist sehr gut, das bringt mir so gar nichts, ne? Also Cleaver brauchen wir, den haben wir. Devour haben wir, also den brauchen wir, aber den haben wir noch nicht. Und dann... was ist denn das andere? Pack. Ah ne, Pack war es. Pack hat, brauchen wir, ne? Das ist bestimmt Rudel dann, ne? Ich habe keine Ahnung. Ist egal. Wir machen dann irgendwas, was wir glauben, was es ist. So. Das ist halt so, wenn du keinen Peil hast, hast du keinen Peil, ne? So ist das. Aber hier so Eisen, ne? Ist okay hier. Pass auf, wir gucken mal, welchen Obelisken gibt es denn noch? Nur noch den grünen, ne? Ich würde ja sagen, was wir auf jeden Fall machen können, ist die zweite Brutmutter. Weil dafür fehlt uns ja im Endeffekt nicht zu viel. Die Artefakte liegen zu Hause rum, ne? Die haben wir ja gemacht. Die haben wir noch nicht gemacht. Was brauchen wir? Agentavis Krallen 5. Die müssen wir zu Hause haben. Dann brauchen wir noch den Sarkos. Die Haut, okay. Sauropodenwirbel. Was ist ein Sauropode? Habe ich keine Ahnung. Aber, das soll ja aber kein Problem sein. Saropo. Was ist das? Nee. Saro vielleicht? Er kennt den nicht. Los bei dir. Den Dino gibt's denn gar nicht. Oder ist das so ein Sarko? Ah, die bekomme ich schon. Brontos. Okay. Ja, das ist ein Call, das hätte ich so niemals rausgefunden. Pass auf, da suchen wir nach Bronto. Oh, guck mal, da gibt es ja viel genug. Pass auf, wir gucken nicht nach Leveln, sondern nach Distanz. Das ist besser, ne? 4000. Ja, kannst du mir die nicht mal chronologisch auflisten, bitte? Das ist ja ein bisschen bescheuert. Live Age, ne, das interessiert mich nicht. Warum sind die so schlecht aufgelesen? Aber das hier ist ja gar nicht mal so weit weg. Und den hätten wir gern mal. Schwibbi. Richtung ist da. Hä? Warum sagt er zu mir, der wäre so weit weg und dann steht er direkt nebendran? Dann habe ich das nicht gecheckt. Aber es geht bestimmt nur in die zwei. Tina, hallöchen. Oh, guck mal. Wir gönnen uns die mal hier, ne? Ist Sauropoden irgendeine Klassifizierung von den Tieren, zufälligerweise? Ah, das hier kann dauern. Ist halt schön, dass sie ineinander stecken, ne? So treffen sie mich kaum. So ist das halt. Man muss nur richtig knoten, Leute. Dann läuft das hier. Guck mal, er macht's noch. Machen erstmal den hier kalt. So, pass auf. Ich muss den höchstwahrscheinlich mit der Axt auch ernten dann, ne? Ja, Tina, ich habe gelesen, dein Rechner ist wieder fit, ne? Das ist gut. Aber war ein sehr langes Unterfangen, ne? Hallo, Amelie. So, ich will jetzt einfach mal... Ah, der ist noch gar nicht tot. Entschuldigung, mein Fehler. So, ich will den hier mal so ernten. So, was haben wir jetzt gekriegt? Vieles, aber auch gar nichts irgendwie, ne? So, pass auf, wir gucken mal. Invi. Die Krallen hätten wir auf jeden Fall schon fast zusammen. Aber wenn, dann muss ich bei ihm hier reingucken, ne? Ist das hier? Sauropodenwirbel. Sehr geil. Und jetzt wäre es nur noch klug gewesen, hätte ich mir gemerkt, wie viel ich davon brauche. Ja, pass auf. Ernte den trotzdem mal. Einfach mal ganz normal hier.
kommt gar nichts raus. Sehr klug von mir. Sehr klug. Ach, guck mal. Direkt den nächsten angezeigt hier. Das ist ja mal geil. Das heißt, er arbeitet jetzt die Liste ab. Habe ich ja nichts dagegen, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ne? So, in dem Fall kriegen wir ein bisschen mehr Schaden. Ja, super. Und dann lassen wir es gemütlich hier angehen, ne? Ich habe das Gefühl, der ist viel zu lahm, ne? Pass auf, da ist so viel Leder. Nein, 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 nein. Rauswerfen. Super. Boah, da keine 1000 Fleisch dabei zu haben. 10, glaube ich, waren es. Okay. Das finden wir raus. Hör mal, Matt Hawk, hast du dann genug Leute, die mitspielen? Auf dem Server. Ich bin so ein bisschen neugierig. Und vor allem, wo machst du deinen Server? Bei Nitrado? Die Magie. Ja, komm, du kannst auch gern sterben. Kein Problem. Komm einfach mal in die Runde hier. Das läuft schon. So. Guck mal, 144 Schaden. Ja, das lohnt sich dann schon wirklich, ne? Ich habe das Gefühl, dass er nur Leder erntet, ne? Ah, ne, komm, wir haben schon zwei. Also, das ist schon mal ein guter Anfang. Wer nervt mich da? Ah, da backt ein Raptor, glaube ich, fest, ne? Irgendwo. Ist auch sein Problem, nicht mein. So, Fleisch, raus. Das raus, die zwei behalten wir. 1000 Liter ist auch schon ein bisschen viel, ne? Komm, weg damit. Next one, please. Wo ist er? 1000 Meter in die Richtung. Okay, wir kommen. Ja, ich finde Nitrado ist auch im Endeffekt das Einfachste, ne? Sind vielleicht, obwohl die so wirklich viel teurer sind, die auch nicht, ne? Also ich war auch sehr zufrieden mit meinem Server, den ich damals dort hatte. Und was ich halt geil finde, du kannst halt einfach das eine Spiel offline nehmen und ein anderes Spiel hosten, ne? Und das finde ich halt cool, ohne dass dein Stand verloren geht. Das weiß ich jetzt nicht, wie das bei anderen Anbietern ist. Aber das finde ich halt cool, ja. Und wenn es mit einem Kumpel und seiner Freundin, ja, warum nicht, ne? Hast ja schon mal was. Ja. Hätte ich jetzt nicht schon so lange jetzt arg gespielt, dann hätte ich ja gesagt, komm, dann lass uns noch dort ein bisschen gamen. Aber ich weiß ja, ne, ich brauche so meine Abwechslung. Und ich freue mich jetzt auch schon drauf, für das nächste Spiel zu spielen. Hm. Nicht, dass ich keine Lust mehr habe, aber ich möchte einfach gerne mal was anderes ein bisschen spielen. Ja, die liegen alles um den Bereich. Ja, ja, okay. Ja. Sonst wäre es ja Wettbewerbsverzerrung, ne? So, hier muss irgendwo einer sein. Ah, hier sind nochmal zwei. Das ist gut. Aber das macht Spaß hier mit dieser Erweiterung für die Dinos, ne? Es war auch gar nicht kompliziert, das einzubinden. Man musste nur bei den Startsequenzen da ein bisschen was machen. Aber es war ja nur ein Befehl eingeben. Du kommst auch noch dran, kein Problem. Das ist richtig Gemurkse hier, ne? Junge, das ist meiner. Hast du jetzt alles gefressen, ne? Inklusive den anderen. Tja, so kann es mal passieren im Leben. So, pass auf, ich will noch gerne ein bisschen mehr da. Minz 700, super. Und dann Bewegungsgeschwindigkeit hätte ich auch noch gerne ein bisschen mehr. So, das gute Fleisch behalten wir uns, das Leder... Ich will das auch irgendwie behalten, ne? Aber ne, komm, da schmeißen wir es weg. Die behalten wir. Und die Keratin, ja, die brauche ich gerade nicht, ne? Fliegt raus. Guck mal, ich selbst esse kein rohes Fleisch. Das kommt raus, das kommt raus, das kommt raus. Die Bärchen kommen raus. Das Ei will ich behalten. So. Kinder, dann nutze ich dich als Lockfolie. Sehr nett von dir, sehr nett. Ja.
Ja, wenn es noch nicht so fit ist, für mit den Dinos rumzurennen, dann muss man ja auch mal akzeptieren, ne? So. Mir ist das ja immer so ein bisschen Jacke. Ich weiß nicht, in welche Richtung wir müssen, aber er sagte so... Ah, kann ich das nicht auf der Karte sehen? Moment. Da muss ich doch so machen, ne? Hallo, close. Nimm mal kurz aus der Hand, danke. Der ist da. Okay, da wäre ich schon voll in die falsche Richtung gegangen. Das ist immer gut, ne? Deswegen sollte man immer mal prüfen. Zeig mal Karte, danke. Terminal. Trip. Laufen kann ich schnell. Ja, das ist immer wichtig. Man muss immer das laufen. Wo ist er? Hat er den jetzt abgewählt? Ah, ist mir egal. Komm, neu einstellen. Mach ein Research hier. Komm, bam. Level 18. Der erste, der beste. So, 600 Meter. Das ist easy. Und dann müssen wir nochmal zurückgehen. Ich hätte mir das kurz aufschreiben sollen. Aber das ist meine Ungeduld, Leute. Ne? Das ist halt das Problem. Ah. Nein, keine Sorge, so gemein bin ich nicht. Ja, das sagen sie immer. Und dann bist du im Spiel, zack. Messer in den Rücken. Das ist doch kein Bronto, aber vielleicht hat der ja auch sowas. Hallo, Agi, flieg mal hoch. Danke. Okay, wer bleibt stehen? Ich bleib stehen. Das ist halt so geil, wie schnell man die Dinos, wenn man ein bisschen die Settings hochstellt, ne? Wie schnell man an Material kommt. Ein cleaner Rex. Super. Also ich mache noch den Bronto und dann gehen wir mal kurz auf den blauen Obelisk gucken, wie viel wir jetzt brauchen. Also sind ja meistens immer zwei beieinander, ne? Machen wir die zwei noch. Kleinen Moment bitte. Super. Ja, das gefällt mir schon besser. Fast 200 Schaden, das ist schon mal schöner. Aber es geht natürlich noch besser, ne? Oh, 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 sorry. Also dich töten will ich schon, aber dich hier durch die Landschaft schmeißen, hatte ich jetzt nicht so viel Lust drauf. Aber okay. Schön gemetzelt sehen, ne? Was muss der Hunger haben, der Vogel, ne? Der ist hier so, so locker mal was gönnt hier. Ein paar Brontos zum Frühstück macht ja jeder so, ne? So, jetzt haben wir vier. Ist auch noch nicht so dick, ne? Aber okay. Einmal kurz landen. Oh, den Techie nehmen wir uns aber mit. So, kurz einmal gucken. Liste. Thank you. Blau. Super. Ich habe nur mal einen Bekannten betäubt. Dafür brauche ich keinen Bekannten. Da brauche ich eine Freundin, die macht das. kann mal vorkommen, ne? Ja. Man muss sich zwischendurch mal ein bisschen killen. So. Nee, Blödsinn, was machen wir denn für ein Blödsinn? Ich muss ja gar nicht hier hin. Das sind ja die Dinger, die wollen wir machen, aber wir müssen ja zu grün. Das ist ja für die andere Brutmutter, ne? Leute, ihr lasst mich immer den ganzen Scheiß machen, ne? Macht ihr immer. Das macht doch extra, damit ich 10-mal das gleiche machen kann, ne? Ja, die Voraussetzungen passen auf jeden Fall schon mal auf dem Server. So, die hier wollen wir machen, ne? Pass auf, ich schreibe mir das kurz mal auf. Also, Agi-Kralle haben wir ja, ne? Pass auf, ich mach das kurz hier mal. Agi-Kralle. Das sind 5. Den Artefakt haben wir. Artefakt haben wir. Da brauchen wir noch den Sarko. Oh mein Gott. Sarko. Diese Haut. Das sind dann 5 und den Sauropoden. Also das sind da die Brontos, ne? Bronto schreibe ich einfach auch 5 Stück. Ja, das geht ja. Das geht ja. Da sind wir nicht bei 10, sondern bei 5. Gift eine Titanboa. Oh, das habe ich fast überlesen, ne? Und noch die Boa. 5 Stück. Also Gift. So.
5555, ja. Das ist doch geil. Also ich weiß halt nicht, ob die wirklich was drauf hat jetzt nachher, ne? Die Jute. So, was braucht man jetzt wieder? Bronto. Mit Bronto machen wir weiter, bis wir die haben, ne? Und dann machen wir die anderen. So. Distanz immer noch, die am nächsten dran sind. So, das wäre denn in welche Richtung? Ich sehe es gerade nicht. Da oben ist es. So, dahin. Da springt er nach unten. Super. Ja, zuerst versucht, mich zu betäuben. Ich hatte nur ein Gewehr. Geil. Ja, ja, ist so, wenn man mich auch angreift, ich greife auch zurück. Oh, guck mal, was haben wir da? Ein Alpha Kanotauser, mit dem sollen wir uns nicht anlegen. Das werden wir nicht schaffen. Weil mit 11k hat er viel zu viel. Bleib hier, mein Freund. Nicht auf die Reise gehen. Bitte, bitte 5. 4 immer noch. Mist. Ein bisschen mehr Schaden noch. Ja. Pause 100 Meter. Ja, das schaffen wir aber locker, ne? Das kriegen wir ja hin. Die Beta wird um einiges härter. Welche Beta? Von Ark 2? Ach so, die Spinne meinst du? Okay, ja stimmt, die heißen ja Alpha, Beta, Gamma oder so, ne? So, oder ist die Alpha, ist das die schwerste? Brutmutter, ja, ja, ich hab's verstanden. Ja, das check ich halt nicht. Da steht ja nur Brutmutter dran, glaube ich. Ja, Beta. Oh mein Gott. Da sehe ich schon einer. Oh, guck mal hier. Das ist zwar der falsche, aber vielleicht klappt es bei dem ja auch. Habe ich ja schon vorhin gesagt. Ne? Guck, und 1,7k, die haben wir ja schnell gegessen hier. Ne? Da gerade mal 10-mal beiße noch. Nö. Guck, der rennt schon weg. Der weiß ganz genau, oh mein Gott, der kommt, der kommt. Ja, deswegen macht der Meter hier. Ne? Guck mal, ich glaube, der rennt wirklich vor uns weg. Ne? Komm ja kaum auf ihn zu. Agi? Moment. Geschwindigkeit? Mal nehmen wir den Turbo hier an. Guck mal hier. Dann geht das. Ah, ich habe seinen Kopf schon gesehen. Ja, aber die Frage ist halt, du sagst so einiges härter. Das muss man aber auch ein bisschen definieren. Kriegt sie mehr Fähigkeiten? Also nicht reinschreiben, was sie macht, aber kriegt sie dann mehr Fähigkeiten? Falls ja, dann okay. Aber wenn sie jetzt nur das macht, was sie bis jetzt gemacht hat, nur ein bisschen mehr, ja, dann glaube ich nicht, dass sie jetzt wirklich schwieriger wird, ne? Bitte 5. 4. Müssen irgendwie so gucken, wie man die dann besser kriegen könnte, ne? Aber wo ist der nächste? Oh, 2000, ey. Gut, wir haben gleich die ganze Karte leer geräumt, ne, wie es aussieht. Und dann machen wir eine kleine Pause und gucken mal nach so einem Sarko. Ne? Heißt der Sarko? Ja, ne? Sarko. Bitte finde was. Ach, guck mal hier. Boom. Der ist ja direkt um die Ecke hier. Guck mal hier. Das sind ja auch die, die mich immer runterziehen, ne? Da brauchen wir die Haut. Es könnte aber sein, dass wir davon noch genug zu Hause haben. Aber ich weiß es nicht. Und wir haben bestimmt noch so Bronto-Knochen zu Hause. Aber wir gucken jetzt mal. Guck mal, hier ist auch noch die Boa, ne? Das ist doch die Schlange. Titanboa, ja. Die gönnen wir uns auch direkt. Komm mal direkt an Land hier. Und davon brauchen wir das Gift. Mal kurz Sauerstoff tanken. Ho, ho, ho. So, das Gift bräuchte man davon, ne? Haben wir nicht. Haben wir nicht, kriegen wir nicht, gibt's nicht. Aber wir haben Speedo. Ey, lass mich in Ruhe. Oh je.
Sollen wir mal ein bisschen mitmischen? Ist halt gut hier zu leveln, ne? Nur nicht so im Wasser, das ist halt nicht so gut. So passt's mir, so passt's mir. Ja. Nicht zu tief, nicht zu hoch. Wir haben gesagt, nicht zu tief. Jetzt liegt er im Wasser, weißt du? Geht schon wieder gut los hier, ne? Und den hätte ich aber noch gerne. So viel Life hat der nicht mehr. Ach je, komm mal die kleine Krümel hier. Und tot. Oh, noch nicht gerade. Drecksvieh, ey. Kann ich denn ernst sein? Guck mal. Na, der soll zu mir kommen. Aber jetzt sind sie wenigstens mal noch wieder auf Land. Das finde ich ja schon mal ein bisschen interessanter. Hör mal, was braucht denn der so lange für den Kals, also kaputt zu kriegen? Komm mal mit. Der hat kein Interesse an mir. Ist egal, komm, wir lassen den jetzt einfach. Wir wollen ja hier unsere... Da, 600 Meter. Ich habe zu viel jetzt dabei, ne? Ja. Ist ja schön, dass man so viel Leder hat und so, aber... Das brauchen wir dann trotzdem nicht. So, weiter geht's. Selbst bekriegen oder gegenseitig bekriegen macht ja auch Sinn, wenn man im Team spielt. Macht das auch immer, ne? Oh, das ist... Nee, Diplodocus. Nee. Aber den können wir... Ich weiß halt nicht, ob der das auch droppen kann. Live aufpassen. Ein Gorilla! Wie geil! Die hab ich ja noch gar nicht gesehen! Wie cool bist du denn? Not bad! Sehr geil! I love it! Pass auf, der kommt sowieso zu uns, ne? Ja. Scheiße. So klar, dass der mich runterhaut, ne? So. Hast du gekriegt? Ich glaube, ich muss die Hände nicht abbauen. Kann das sein? Weil ich hatte das Gefühl, dass ich das irgendwie gar nicht rauskriege, was ich will. Aber weißt du was? Wir gehen einmal kurz nach Hause gucken. Wo ist dann der Home Sweet Home? Guck mal da, ob wir die Sache nicht schon dort haben, ne? Weil, wenn es ja der Fall wäre, dann wäre es ja easy, ne? Boah, hier gar nicht so viel Stress zu haben. So, einmal kurz hier inspizieren. Metall. Was haben wir hier? Elektro. Und das Elemente. Okay. So, mal hier. Metall. Warum sieht ihr das nicht? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Wie gesagt, manche Sachen in dem Spiel verstehe ich nicht. Die sind einfach über mein Niveau. So. Haben einmal die Elemente, ne? War das Staub? Ah, Staub war es. Ich hätte gedacht, es wäre mehr. Aber guck mal, da kannst du alles hinpullen. So, und was ist das noch? Ich habe das dritte vergessen. Ich glaube, wir hatten auch noch Öl drin, ne? Aber Öl kennt er nicht. Kennst du so Öl? Öl musst du groß schreiben in dem Fall. Ja, hatten wir auch noch drin. Kann ich auch alles hier hinziehen. Nee, das lässt er drin.
Super. Pass auf, wir hatten Agentavis-Krallen, die brauchen wir. Das wissen wir. Das heißt, die übertragen wir mal. Dann hätten wir schon mal 4. So. Zweimal Gift, ne? Haben wir nicht. Oder muss ich es unbedingt groß schreiben? Ne, haben wir nicht. Super. Das andere war die Haut, ja. Siehst du? Da haben wir schon mal 2 davon. Halbe Miete. Du sollst nicht Haut mit 2T, du sollst das übertragen. Danke. Cool. Da gucke ich aber mal in den Schränke noch, ne? Weil ich glaube, sowas hatten wir noch. Steine, Feuerstein, Obsidian, Holzkohle, Leder, Öl, Benzin. Das kann. Ich weiß halt nicht, ob das alles sauber. Ne, ist alles nicht sauber eingedings. Einmal reingucken. Öl. Gut. Rüstung. Okay, das passt. Perle. Sind drin. Perlski. So, was haben wir hier? Faserstroh. Tiere könnte vielleicht auch noch sein, ne? Ist das Gift? Gift einer Titanboa. Siehst du? Haben auch schon ein bisschen. Aber die Sachen brauchen wir nicht. Es fehlt ja nicht mehr alles. Wow. Wir sind auch richtig reich, was Holz anbelangt. Ah, Elektronik war doch hier. Elektronik. Ey, hallo. 1, 2, 3. So. Das war das Letzte, was gefehlt hat, ne? Sehr schön. Sehr schön, Leute. Ja, es dauert halt immer so ein bisschen alles, ne? Ist halt ein Survival-Game. Aber ich überlege gerade, ob wir das nicht in die Kiste legen sollen. Ne, komm, wir sind noch gut in der Zeit. Wir haben ja erst eine Stunde gezockt. Da können wir noch ein bisschen was machen. Aber ich will gerne. Davon brauchen wir noch eine. Davon brauchen wir noch 3. Und die Knochen nehme ich mir auch mal rüber. So. Kann mal einer mir sagen, wie ich das am besten abbauen kann mit dem Dino? Oder soll ich die händisch abbauen? So wie auch die Krallen und so. Aber da brauchen wir ja nur ein Agi. Das soll ja nicht so schwer sein, ein Agi zu finden. Entschuldigung, Beauty. 2000. Wir porten. Wir porten. Macht am meisten Sinn. So. Wir müssen. Ja, aber ich glaube, es wäre klüger, hier hinzugehen, weil hier viel mehr davon sind, ne? Ja. Guck mal, was wir dort haben. Auf dem Teleporter. Karte. Das war hier in der Gegend, ne? Ja. Weg. Ist ja geil. Okay, das heißt, er sammelt die automatisch ein. Okay. Dann macht es keinen Unterschied. Bescheuert. Wir haben immer Wirbel. Aber nein. Nein. Es geht nur speziellen Momenten. Oh, boah. Oh, das sind ein paar Boas. Das finde ich gut. Ich hätte das Leder zu Hause lassen sollen, ne? Ich Idiot. Aber ihr wisst ja, wie das ist, ne? Das ist kein Ponyhof hier. So, der kommt sowieso zu mir. Hallo. Kommen Sie mal an Land, bitte. Kommen Sie mal hier. Aber könnte beispielsweise hier in diesem Case das dann drin sein, oder was? Ja, guck hier. Bumm. Dann sollte ich da mal ein bisschen mehr drauf aufpassen, ne? Weil ich ignoriere sowas ja mal gerne. Guck mal, da ist schon mal eine Tasche gefallen. Hier sind 2 Taschen.
Gift. Super. Oh, Rezept. Nimm ich mit. Gift. Ist ja Gift, ne? Ich nehme es einfach. Ja, siehst du? Easy going. Ist ja gar nicht so kompliziert. Man müsste nur mal looten zwischendurch. Guck mal. Tak, tak. Jetzt haben wir schon 4. Ah, guck mal rein. Super. Haben wir schon das Gift? Easy going. Siehst du, ich mache es unnötig kompliziert. Statt dass ich einfach das loote, was auf dem Boden liegt. Aber hey. Welcome to my life, ne? Welcome to my life. So. Ich muss jetzt. Will's in die Richtung, weil da nur da einer ist. Ey, hier ist doch alles voll. Ich sehe doch da schon wieder der nächste. Er ist gleich ein bisschen stark überladen, ne? Komm, Leder fliegt auch raus. Es ist einfach zu viel. Ey, das ist kein Sakko. Da ist einer. Tasche ist drin. Oh, aufpassen. Kleiner Dino da hinten. Also, kleiner Dino. Es sind überall Dinos hier. Guck mal, wie der im Wasser liegt, ne? Dun, 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 dun. Nee, 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 mein Freund. Das ist ja nicht mit mir. Also, die 5 hätten wir. Die 5 hätten wir auch. Dann müssen wir im Bronto noch gucken und dann... Was fehlt uns noch? Es waren noch 4 Gegenstände. Die Agi-Krallen. Ja, da fehlt uns dann nur noch eine. Moment, ich habe schon wieder vergessen. Was fehlt uns jetzt noch? Die Haut hätten wir. Agi-Kralle fehlt uns eine und die Brondo-Dinger, ne? Jo. 1, 2, 3, 4, genau. Dann müssen wir wieder nach Bronto gucken. Vielleicht finden wir hier direkt mal hier. Oder Argentavis. In Argent. Ja komm, erste für besser. So. Ist, wie weit? Da ist er. 1100. Okay, okay. Müssen wir ja auch noch machen. Das ist eine Schnecke. Ja, die machen so eine Art Zement, soweit ich das weiß. Dann brauchen wir den nicht selbst herzustellen. Oh, Redwood. Da wollte ich heute auch noch hin. Mhm. Ja, unbedingt. Natürlich nicht, Leute. Das ist auf jeden Fall so ein Wirbeltier, ne? Komm, wir nehmen den mal mit. Diplodocus. Ich kann mir diesen Namen nicht merken, obwohl der mega einfach ist. Gucken, ob eine Tasche irgendwo ist. Glaube nicht, ne? Doch, da ist sie. Bam, haben wir. Geil. Ey, auf die Idee hätte ich mal früher kommen müssen. Ich hätte aber gedacht, er hätte die ganze Zeit selbst eingesammelt. Dann war das ein Trugschluss, oder wie? Nee, geht ja nicht, weil er hat es ja gesammelt. So, das heißt, jetzt fehlt uns nur noch ein Agi. Ich will nicht in den Redwood reinfliegen. Ich habe Angst um mein Agi. Aber wir können ja so uns ein bisschen vorbeischlingeln, ne? Was haltet ihr denn davon? So, pass auf. Wir kriegen noch ein bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit und das Fleisch können wir rausschmeißen. Super. Und Gammelding ja auch hier. So, was war denn los mit dir? Altmetall. Und du hast es nicht gefunden, weil ich nur Metall gesucht habe? Na, come on. Come on. Wir fliegen einfach ein Stückchen höher. Dann haben wir nicht so den Stress hier. Natürlich, er sitzt mittendrin, stand nur dabei. Komm, wir nehmen den da. Der killt sowieso gerade ein Schaf. Nee, macht er nicht. Das war ein zweiter Agi. Aber ist egal. Jetzt machen wir Agi-Fight hier. Dun, 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 dun. Oh, Wölfe. Oder was sind das? Wir machen einfach mal mit, ne? Oh, holy shit. Holy shit. Was sind das für Schweinchen? Das sind doch Wölfe. Boah, der haut aber schon gut rein, den Agi. Den haben wir schon gut hochgekriegt, ne? Was machst du, Agi? Super. Leute, wir haben alle... Ey! Ich hätte dich leben lassen, Junge, ne? Aber du bist so ein Pöbler hier. Was geht ab bei dir? Komm hier. Hör mal, flieg nicht im Kreis. Komm mal hier hin. Du kriegst mal eine Kralle ins Gesicht. Da weißt du auch mal, wie es denn läuft. Junge.
Komm, jetzt dreh mal um mich herum. Super, hast du davon. Drecksvieh. Weißt du, er kann für nichts, ne? Er geht nur seinem Instinkt nach und ich beschimpfe ihn hier. So, das hätten wir. Leute, Leute von heute. Es liegt Schnee in den Bergen. So. Das sind Hyänen, ja, also Hyänen, ne? Ja. So. Die Frage ist, was sollen wir den Boss machen, Leute? Weil wir sammeln ja nicht umsonst. Die Frage ist, ob wir so viele Dinos überhaupt mit rüberkriegen, ne? Weil ich will den Giganto ja mitnehmen und ich kenne mein Glück ja, ich werde den töten, weil ich bin, pass auf, ich weiß nicht mehr, welche wir brauchen. Das war auf jeden Fall mal den hier. Trip. Die hier waren es nicht, dann ist es den und den. Genau. So, und die Rüstung lassen wir mal hier. Wir nehmen die guten mit. Das Ei lasse ich hier. Das brauche ich. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Die Ausrüstung da, das brauche ich nicht. Wir gehen ja jetzt nicht tauchen. So, das Schlauch brauche ich nicht. Das brauche ich. Das nicht, das nicht, das nicht. Bleibt hier. Und das brauche ich hier zu spawnen. Super. Na? Pass auf, ich mach das lieber mal so. So, die bleibt da, die bleiben da. Dat, dat, dat und dat. Ey, den brauche ich ja, das kann ich ja nicht porten. Wo ist denn der jetzt hin? Wo ist mein Teleporter hin? Ach da. Schwipp. Die brauche ich nicht, die brauche ich nicht. Nur die nehme ich hier mit. Man weiß ja nie. Vielleicht muss ich mich ja ein bisschen verteidigen oder so. So, was sagt meine Rüstung überhaupt nicht mal geweinen? Wir hatten noch ein bisschen was. Super. Na, wir machen das jetzt auf eine Risk, no fun. Einfach, here we go, let's go. Ist egal. Sie kriegen keine Sättel oder so. Wir hauen da einfach drauf. Wir machen auf gut Glück, Leute. Wir haben eh viel zu viel. Money will ich auch noch mitnehmen, weil Money einfach gut ist. Er kann ja für sich alleine kämpfen. So, der kriegt noch ein bisschen was auf. Ja, der kann mal ein bisschen mehr Schaden kriegen. Super Money. So. Ja, ach, das Achievement ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich hänge in den Dinos. Kannst du den Kopf ein bisschen nach links oder so? Oder kann ich hier durchrennen? Ja, hier geht's. Ja, super. Wir sind ja keine Achievements Hunter. So, einer hätten wir. Und was stehst du, Manni? Verhalten? Dein Ziel angreifen. Ich weiß nicht, warum das ist. Ich stelle dich auf passiv. So, und beim Pfeifen ist hier draufklicken. Und wo ist das? Alle Pfeifen greifen mein Ziel an. Super. Das ist das, was wir dann später brauchen, ne? So. Wir sollten den vielleicht trotzdem mal ein paar Sättel machen, ne? Die haben fast gar keinen Schaden, ne? Die sind halt schon sehr schwach. Und Life haben sie jetzt auch nicht so dick. Aber gut, die sind ja dafür gemacht worden, damit sie alle draufgehen, ne? So, das wären 3. Gucken wir mal. Wir müssen ja irgendwie aufbrauchen. Wir haben viel zu viel davon, ne? Wir sind auch jetzt nicht so hübsch am Level, aber ist ja egal. So. Vielleicht sollte man trotzdem noch die Mühe machen, den alle in den Sattel zu bauen. Das können wir wirklich machen. Ja. Und vor allem, wir kriegen hier ein bisschen mehr Platz, ne? Das ist ja auch mal wichtig. Und wenn wir es nicht schaffen sollen, ist egal. Das sind nochmal 3. Da sind wir schon bei 6. Wo ist denn der dritte? Der wollte gerade nicht mitkommen. Das heißt, jetzt sind wir nur bei 5. Hallo.
Ich denke, wenn die so fast 3000 live haben, das ging letztes Mal ziemlich gut. Also sind da ein paar gestorben, aber es waren noch für meinen Finden viel zu viele da. So, ne, da kann ja noch ein paar drauf gehen. Das wäre jetzt nicht so the Drama, ne? Also wenn so 15 sterben, ist das für mich okay, ne? So. Und wenn sie alle sterben und wir sterben, das ist auch okay. So, ich zähle gerade nicht mehr, ne? Das ist schon wieder sehr klug von mir. Also, was haben wir hier? Das waren 5, das waren 6, das waren 7. Super. Ah, den haben wir schon geskillt. Was ist da Nummer 8? Du kannst dich bewegen, falls das... Ja, ist okay, ne? Super. So, 8. Neun. Ja, bleib mal da stehen. Das ist eine gute Sache. Ah, das ist mir eh zu viel Dinos hier. Also es ist eine gute Sache, wenn sie sterben, Leute. Ich weiß, das klingt so ein bisschen makaber, aber ist so. Nummer 11. Kommen Sie, ein bisschen näher, näher und stirb. Greif mein Ziel an, liegt auf Punkt. Echt? Oh, das ist mal ein geiler Call. Jetzt machst du F. War mal gerade 11, ne? Wir zählen sowieso nochmal durch. Das sind 12. Ich wette sowieso, dadurch, dass wir den Giga mitnehmen, werden wir gar nicht durchporten können. Also mit allen, weil sie einfach zu groß sind. So, Nummer 12. 12, ne? Auf dem Fuß. Da geht's immer. Komm. Danke. Ja, komm. 13. Ja. Müssen wir. Hallo, danke. Guck mal, die hier stehen eh noch im Weg. Ja, dann 14, 15, 16. Das ist ja schon mal gut. Halt ein bisschen ätzend, ne? Man müsste das einfach so auf einen Knopfdruck einfach übertragen auf alle, dann müssen sie sich einfach durchskillen. Das wäre, finde ich, ein bisschen hübscher. Einfach. So, 16. Die Frage ist, wenn ich den Yuti mitnehme, ne? So einen Yuti. Dann brüllt er ja die ganze Zeit rum, solange das aktiv ist und solange der Fleisch ja im Inventar hat, ne? Weil das ist ja gut, dass die mehr Angriffskraft kriegen, ne? Die Frage ist, bin ich bereit, einen Level 80 Yuti zu opfern? Erwin Junior. Aber du bist aus dem Ei geschlüpft. Also da kann ich dich opfern. Warte mal. Oh, der... Ja, komm. Der hat ja mehr Life als die anderen. Ist toll, ne? Ja, komm. Zack, kommen Sie mal mit. Und das wäre dann Nummer 17. Guck mal, hier wird Nummer 18. Und wer denkt sich gerade schon, das wird eh nichts. Das wird eh nichts. Aber ist egal, da haben wir ein bisschen aufgeräumt. Das sind ein paar Dinos weniger und die paar Sachen, die sind ja wirklich schnell gefarmt, ne? Wenn man mal weiß, wie man es richtig macht. So, wie sieht es mit dir aus? Möchtest du einfach mal einen Meter rüberkommen oder möchtest du einfach in dem weiter rumbaggen?
Super, du kommst noch raus. Super. So, dann hätten wir den hier. Nein, falscher Knopf. Also ich glaube, das wird ein richtiger Reinfall, aber ist egal. So. Bleib da. Und den Giga noch, ne? Ist ja nicht schlimm, wenn wir den verlieren, wie gesagt, ne? Er wird ja irgendwann respawnen. Und dann wird er einfach genommen. Wieder. Ein Spino hätten wir noch mitnehmen können, ne? Hier ist der Rex. Noch ein Rex. Wir haben viel zu viel davon, Leute, ne? Also, deswegen ist es schon gut. Du bist aber geskillt, ne? Weil du wirst der Tank. Ja, du hast gut Leder dabei. Brauchst du. LKW. Aber wirklich. Ich hoffe, dass ich den mitnehmen kann, ne? Nicht, dass der gesperrt ist oder so. Man weiß es ja nicht. Guck mal, der geht einfach hier ins Wasser. Weißt du, das interessiert. Ah, nachher geht er aber unter. Ah, ich hätte gedacht, der könnte hier noch gehen. So, und das wäre dann Nummer 20. So, wir können ja mal von hier oben ziehen. Das hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Also, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, ist es richtig. So, das heißt, wir bräuchten 17 Rex-Sättel und einen Yuti-Sattel, ne? Bleibt alle da, Leute. So, und die Karte hier, die deaktivieren wir gerade nochmal. Alles clear. So. Und dann... Hoppla. Sorry. Ich hab's nicht getroffen, das ist gut. So, das mal kurz ausstellen. Ey, wie geil, der hat immer noch das Zeichen. Obwohl ich das Fernglas nicht mehr habe. Ich nehme mir das gerade mal mit, weil ich möchte das gerne mal gerade mal jetzt in dem Moment deaktivieren. Weil ich das ein bisschen lästig finde, wenn immer da das Ding da drauf ist. So, pass auf. Herstellen. Rex. Gibt's nicht. Muss ich auf der Werkbank machen, ne? Erstellen. Rex. Rex. Ah, wir kommen ans Ziel. Moment. So, da haben wir ihn. Rex-Sattel. Okay, davon brauchen wir 17 Stück, ne? Haben wir gesagt. Ja, guck mal hier. Er kann 5 herstellen. Aber Leder haben wir doch noch. Wir haben so viel Leder in dem Giga drin. Und der steht zu weit weg. Ist aber nicht schlimm. Pass auf, dann machen wir das mal so. Ich gehe den mal kurz holen. Oder, Gustavina, wie sieht's aus? Schaffst du so viel Leder vielleicht, ne? Wir gucken. Du glaubst, ich muss noch was essen und trinken? Ja, definitiv muss ich das noch machen. Aber, komm, machen wir direkt. Der arme Kerlchen hier, ne? Verdurstet er uns schon wieder. Super. Er hat direkt einmal eingetaucht. Schön Salzwasser trinken. Macht dich auch gar nicht durstig im Leben. Aber ist nicht schlimm. So, Essen reicht. Und du nimmst dann Inventar und wir machen dann Leder. So. Ich weiß nicht, ob du so viel tragen kannst. What, easy going? Hätte ich nicht gedacht. Nicht mal Stress hier damit. Hätte gedacht, Leder wäre wesentlich schwerer. Cool. Easy going. Guck mal, er hat noch ein cleanes Level gekriegt. Ein bisschen auf Geschwindigkeit. Oh, haben wir ein paar. So 150 finde ich immer schön bei den Agis, ne? Das gefällt mir. So, hier hin. Wurm. Vielleicht kann er die... Also, Moment. Rex. Machen wir so... 12 bräuchte man noch, ne? 5 hat er erstellt. No item selected. Ja, Entschuldigung. Select a damage item. Was willst du von mir? Ach, falscher Knopf gedrückt. Not the new inventory space. Oh, was willst du denn von mir? Hör mal. Sind die so schwer, die Sättel? Nummer 7, schön. Gehen wir die mal drauf pflanzen, ne? Nicht, dass wir da Stress kriegen oder so. Diese Vorbereitung nehmen wir. Das war gar nicht geplant heute. Ich wollte eine Welt ins Meer mit euch gehen. Aber, ja, es kann mal vorkommen, dass es so ist, ne? Wie es halt ist. Zu Besuch. Du, ihr, du kriegst einen Sattel. Super. So, dann steigen wir mal auf dich drauf. Herr Biesen, danke. Danke für dein Follow. Blödsinn. Für dein Raid. Für dein Follow, sage ich hier. Danke für dein Raid. Kommst gerade im richtigen Moment. Wir probieren gerade hier Blödsinn zu machen. Also, mal gucken, ob es uns gelingt, ne?
Mal zum Reiten E drücken. Hallo, steig. Anfängerfehler. So, super. Weil es ist viel einfacher, die von oben zu besatteln, finde ich. Weil dann sehe ich wenigstens, was für einen Blödsinn ich mache. So, zwei hätten wir. Das ist ja Nummer drei. Gleichzeitig kann man so alle mal durchzählen. Das ist gut. Aber geile Namen, muss ich sagen. Herr Bill. Hey, was habt ihr denn gezockt? Oder besser, was hast du gezockt? Also. Ja. Was haben wir denn gemacht? Ihr schätzt mal arg gezockt. Das wäre so grob meine Vermutung. Aber du weißt ja, wie das heutzutage ist. Das, was man glaubt und das, was es ist, sind zweierlei. So, guck mal, ein paar hätten wir ja schon mal. Den Rest gehen wir uns holen. Wo ist unser Agi? Da, guck mal, macht sich der wieder auf Pause hier, ne? Tatsächlich kein Arc. Ja, so. Valorant. Okay, okay. Ja, nicht so mein Spiel, muss ich tatsächlich sagen. Also du hast Minecraft und Valorant gespielt. Ja, Minecraft bin ich dabei. Aber habe ich die letzte Zeit ein bisschen zu viel gespielt und nach 250 Folgen ein paar hatte ich keinen Bock mehr. Also vorübergehend, ne? Aber ist so. So, was haben wir? Habe ich den zweimal hergestellt? Aber ich dachte, ich würde noch einen zweiten kriegen. Ist das für einen schönen Sattel? Megalocerus. Okay, okay, okay. So, hier sind Rexen, ne? Also, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Da, 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 da. Ja. So, haben wir schon mal ein paar. Die setzen wir mal noch drauf. Und ich glaube, wir brauchen noch ein paar, ne? Was haben wir? 7, 12 waren noch. Das sind ja dann. Wie sind denn das? 12 minus 7. Leute, wer kann rechnen? 4. Blödsinn. 5. Wisst ihr? Jetzt sehe ich euch wieder nur Quatsch. Wir können nur 3 herstellen. Ja, da müssen halt einfach 3 Stück ohne mit, ne? Also, wie schnell sind die durchgerattert? Oh, das dauert ein bisschen. Ach, habe ich schon mal eine 2500 hinter mir. Okay. Kann ich verstehen. Also ich bin tatsächlich, glaube ich, diese Woche auch mit Ark durch. Also nicht, dass ich keinen Bock mehr drauf habe, aber ich bin halt so ein Mensch. Ich mag es halt abzuwechseln, weißt du? Und jo, dann nervt mich das irgendwann, ohne dass es mich jetzt so nervt. So, ne? Aber ich mag halt Abwechslung in meine Spiele. Ah, der ist schon besattelt. Das ist gut. Dann einmal hoch. So. Ab. Der ist auch schon besattelt. Hier. Ne, ich war so, was Ark anbelangt, tatsächlich so ein ziemlicher Spätzünder. Hatte ich immer so ein bisschen auf dem Schirm, aber hat mich nie irgendwie so begeistert. Und dann habe ich es mal irgendwann mal angefangen und bin so gar nicht klargekommen damit. Und dachte ich, nee, das Spiel macht bestimmt mega Bock. Bleib mal dran. Und habe dann so irgendwie die 10 Stunden gezockt und dann bin ich klargekommen mit dem Spiel. Und dann fand ich es wirklich geil. Ne, weil es hatte so unfassbar viele Kürzel überall und das ist ein bisschen heftig. So, außer das mit den ganzen Zähmen und Züchten, ne, da komme ich gar nicht klar damit. Das ist mir auch einfach viel zu krass, dass man das mag. Ich spiele hier mal mit meinen Gammeldinos rum, das reicht mir aus, weißt du. Da denkt zwar jeder immer so, oh, was ist denn für ein Blödsinn, du musst ein Level haben. So, scheiß drauf. Also, Level 37, wir gegen den Boss machen, ist ja egal, ne. So. Mal gucken. Aber Hauptsache den Kollegen, den haben wir, ne? Den Gigantosaurus. Den haben wir. Den haben wir am Start. Das ist halt wichtig. Das wird mein Main-Tank hier, ne? So läuft das hier. Dann gucken wir mal. Hat einer mitgezählt, wie wir jetzt besattelt haben, ne? Ja. So, wo sind denn die letzten? Hier ist mal noch einer, ne? Jo, jo, jo. Und dann bräuchte man noch den Juti, ne? Da brauchen wir einen. Ja, ich hoffe, ich habe alles da. 51 Leder fehlen. Okay, dann kriegt der Juti mal keinen Sattel. Hat der Pech. So. Aber das wäre der einzige, der uns fehlt, ne? Frage, zieht der die auch aus den Dinos raus? Mit der Mod? Guck mal gleich. Aber wie viel Leder braucht denn der Sattel? Oh. Oh, ja. Aber könnte man noch schnell holen gehen, ne? Ein bisschen Leder hat man ja schnell gefarmt. Also hier mit dem Agi kurz rüber, dreimal knabbern, dann haben wir schon die 5 Stück. Das sieht cool aus. Könnte sein, dass... Nee, nee, es sind noch 3 übrig, ne? Ja, perfekt, haben wir gut gezählt. So, hoffentlich finden wir jetzt hier vorne irgendwo direkt mal so einen komischen.
Ach. Die Flying Quallen hier, ne? Die gefallen mal. Hör mal, krieg ich einen Schock, wenn ich da durchfliege? Sollen wir machen? Ja, ne? Komm. Okay, sie sind einfach nur durchsichtig. Okay, sie machen gar nichts. Uiuiui. Stell dir mal vor, man wird da in der Luft von denen hier geschockt. Kommst nicht mehr raus. Wär bescheuert, ne? So, pass auf. Wo haben wir denn Dino hier? Da rennt schon was rum. Komm. Hey, hallo, greif dir mal was. So. Leder. Haben wir genug. 99, ne? Oder 199. Was war's denn jetzt? 199. Ja, reicht aus. Diese, das hat sich doch gelohnt, gerade den noch zu machen. Oh, nee. Ja. Ich bin immer so, ne? Mal, muss ja mal gucken. Aber Glück. Haben wir Glück. Aber ich frage mich nur, warum die buggy sind. Das macht so gar keinen Sinn, ne? Aber... Bin interessiert. Guck mal, Leute. Auch wenn wir sterben sollten beim Boss. Wir haben noch so viel Kanonenfutter hier rumstehen. Weißt du? Keine Ahnung. Hat schon einmal ein Boss in Bronto oder so gemacht? Das ist ja auch mal eine geile Herausforderung. Weißt du, kommst da nicht rum, aber ist egal. So. Abspringen und go. Und den Yuti. Da haben wir ihn. Einmal super herstellen. Dann nehmen wir den Newton mit. Den Newton Yuti. Warum liegt hier ein Yuti-Ei drin? Wir wollen es gar nicht wissen, Leute. Wir wollen es einfach nicht wissen. Es interessiert keinen. So, ne, die lasse ich mal da. Weil ich will ich gleich nicht mitporten. Ich stelle mir gerade 20 Bronto auf einem Haufen vor. Ich mir auch. Ich werde die kriegst du nicht mal in die Arena geportet. Also, kann ich mal vorstellen. So, pass auf. Der kriegt noch seinen Sattel, das ist der Spezielle hier, ne? Der Yuti, der hat kein Fleisch oder so. Glaubst du, ihr könnt was ziehen von da vorne? Ja, da muss halt der Gigasaurus mal was abdrücken, ne? Komm, dann steht der mal kurz auf Diät. So ist das halt. Aber den Yuti, den braucht das, ne? So, pass auf. Du hast deinen Sattel an, oder? Ja, hast du. Super. Dann gehen wir von hier auf den. Schwipp. Wir haben einen Dino zu viel. Oder ich habe jetzt einen Sattel zu wenig gemacht. Ich habe die gar nicht mitgenommen, die anderen, ne? Aber ist doch egal. Wie gesagt, die anderen gehen einfach so mit. Für mich ist nur wichtig. Die sind alle... Entschuldigung. Ey, es passt doch. Kannst du... Ich schenk... Ah, je. So, sie müssen jetzt alle einen Sattel haben. Ja, ich komme schon, ich komme schon. Oh, guck mal, ja, nur ein Ei hier. Ist das mein Frühstück? Meine letzte Todesmahlzeit, ne? Level auf. Guck mal, da kriegst du noch hier ein bisschen mehr Angriffsschaden. Das ist gut. Ich würde einfach sagen, wir sind gut, Leute. Ne? Ich mache jetzt gerade den Radius noch ein bisschen größer, dass wir hier viel porten können. Und dann hoffen wir einfach, dass wir alles rüberkriegen. Ne? So. E. Settings. Mittel. Mach mal large. Hallo. Dawn. Und dann geht's. Nee. E. Machen wir mal Liste, bitte. Grün. Ich glaube, der Giga ist nicht mitgekommen. Ja, sie stehen aber alle mal gar nicht so schlecht. Manni steht drin. Hier stehen alle drin. Aber der Giga ist nicht mitgekommen, ne? Das heißt, wir porten uns noch einmal kurz zurück. Schwipp. Mal das überhaupt hinkriegen, ey. Die Frage ist jetzt... Was mache ich denn hier? Schnell weg hier. Immer, pack mal dein Ding da aus. Das machst du hier in der Pampa. Dein letzter Ort war doch zu Hause. Vergiss es. Ich gehe jetzt hier weg. Mit oder ohne euch. Puh. Guck mal, da sind noch ein paar nicht durchgekommen. Yuti, du musst auf jeden Fall mit. Also, da führt kein Weg drum rum. Komm, ich stelle mal schön in die Mitte. Was habe ich denn jetzt schon wieder für einen Schrott da gekriegt? Aha, du wirst sehr müde. Danke.
So, den LKW hätten wir auch mal. Warum ist der gerade Level abgegangen? Wir haben alle ein Level gemacht, ne? Für mich passt's. Gleich fällt der um. Ist egal, weißt du, Leute. Wir müssen ja... Das ist Learning by Doing hier, wisst ihr? Ich bin mal gespannt, was die Brutmutter 2 kann. Ja. Aber das ist halt das Schönste, wenn man keine Ahnung hat, was passieren würde. Ja, und ich finde es auch gut, dass ihr nicht spoilert. Wie ich aber schon vermute, es wird sowieso schief gehen. Aber wer weiß, vielleicht läuft's ja. Vielleicht läuft's. Ich krieg die doch niemals alle geportet. Also hier auf die Dings schon, aber... Ich schwöre dir, wenn ich mein Gigantosaurus da nicht mitkriege... Ah, es war mir eine Ehre, dass du mitgegangen bist. Er braucht noch einen Namen, Leute. Moment. Wir nennen den... Das ist der... Der Lumpi. Das ist der Lumpi. Der sieht aus wie ein Lumpi. So. Kommst du da rein? Ja, so. Perfekt. So, jetzt muss ich noch irgendwie da in die Mitte, ne? Eieiei. Einmal ein bisschen rumbuggen. Ne, runter. Ja, vier von der Seite vielleicht. Oh, da... doch, hier kann ich durchbuggen. Ja, super. Einfach I. Moment, bevor ich jetzt porte, habe ich alles dabei für den zu beschwören. Ja, es waren die zwei, das da und das da, ne? Super. Leute, also, ich mache viel über Bauchgefühl, ne? Und ich habe ein unfassbar schlechtes Bauchgefühl, dass das hier was wird. Moment. Ich habe so einen geilen Tee hier stehen, ne? Und trinke nichts. Okay, zum Glück backt der alles. Aber er steht mittendrin, das ist gut. Mittendrin stand nur dabei. Das finde ich schon mal eine gute Sache. Pass auf, ich mache das hier mal. Ja, öffnen, öffnen. Ah, scheiße. Jetzt sitze ich oben drauf. Jetzt komme ich da nicht mehr in die Mitte, ne? Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Wo setze ich drauf? Auf dem Rex. Okay. So, kann ich einfach mal hier in die Mitte rein? Juti? Ne? Ich bin unten. Inventar öffnen. Okay, okay. Das ist dann die, ne? Ah, da steht sogar Beta und das Alpha. Und was bist du denn? Gamma. Ja, macht ja Sinn. So, da muss ich alles da reinpacken. T, 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 T. Ich hoffe jetzt, dass ich die richtigen Dinger mitgenommen habe. Gift einer Titanbohr. Super. Alter. Dann will ich sagen... Ich will noch meinen großen. Ja. Okay, wir sitzen noch drin, so halb. Ne? Es könnte sein, dass wir gar nicht geportet werden, aber wir gucken mal einfach. Okay. Leute? Das wird oder das wird nichts, ne? Ja, toi, toi, toi. Ja, ja. Das Ding ist, wenn wir in der Arena sind, dann kann man ja auch nicht mehr rausporten, ne? Naja, wir gucken mal. Wieso wurde mein Rex gekillt? Was soll das denn für ein Scheiß? Was soll das für ein Blödsinn, Leute? Ich habe mir so viel Mühe gemacht, das alles zu sammeln. Ich liebe Ark. Leute, das ist nicht dein Ernst. Warum sind wir... Doch, weil wir höchstwahrscheinlich nicht in der Portkuppel drin waren, ne? Aber du wirst mir doch nicht sagen, dass man ihn nicht reinporten kann. Och, das ist fies, ne? Boah, also das ist mad, Leute, ne? Also, puh. Aber das heißt, unsere Rexe sind alle tot, ne? Das heißt, die ganze Arbeit war umsonst. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Manfred ist tot. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Stück sind tot. Ja. Bäh, Leute, da kriege ich die Kotze, ne?
Also da muss ich ja wirklich sagen, das hat Spaß gemacht. Ist auch alles weg, ne? Boah, nee. Nee, also dann, nee. Lumpi, wir sind noch da. Was hältst du davon? Ist nicht so geil, ne? Komm. Je. Das ist Frechheit, sowas. Lumpi, pass auf, guck mich schon mal normal an. So, pass auf, so. Lumpi, guck mal, ja, genau so. Oh, ein bisschen so. Sag mal, wir hätten einen Boss gemacht, ne? Das ist der Boss, der kein Boss war. Was soll ich sagen, Leute? Das ist einfach... Fuck. Fuck, fuck, fuck. Aber gut. Wir müssen jetzt was anderes machen. Cool. Es war ein mega Boss-Fight, Leute. Das hat mich gerade mega inspiriert, für weiterzuspielen. Auf jeden Fall. Da gehen wir mal schön gemütlich nach unserem Sieg nach Hause. Wir haben einfach mal 19 Dinos gekillt. Darunter Manfred und unser Juti. Level 80. Toll. Macht, also, das macht Spaß. Ja. Mhm. Okay. Dann, geh mal planen. Ja, das war mega irre. Das hat, wow. Wow, das macht auf jeden Fall... Ne, nicht alle Folgen. Voll. Stopp, stopp, alle stehen bleiben. Puh. So, einer Folge. So, was soll ich euch sagen, Leute? Das ist halt the real life, ne? In dem Fall digital, aber... Wir sind nicht reingekommen. Und ich mache noch den Spaß darüber. Guck mal, wir stehen außerhalb der Portkuppel, ne? Ja, ja. Wäre ich auf den Rex gegangen, wäre mal reingekommen. Aber der Witz daran ist, die sind einfach alle gestorben instant, ne? Als wären die irgendwie ins Nichts gegangen. Glaubst du? Glaubst du, wenn wir es neu laden, dann ist es gut? Ich spiele ja auf diesem dedizierten Server. Ich weiß halt nicht, wie ich eine alte Welt lade, ne? Ich weiß auch nicht, wann der letzte Speicherpunkt gezogen worden ist. Ist egal, Leute. Wir machen jetzt einfach was anderes. Ist so. Kann man nichts machen. Stundenlange Arbeit umsonst. Ist egal. So kriegt man ein Spiel richtig geil vorbereitet. Pass auf, da stehen die zwei. Ich habe aber, glaube ich, noch einen höheren Leveligen, oder? Der ist 35 und der hier ist 19. Ich nehme den mal kurz mit. Ah, dafür brauche ich aber die Taucherrüstung, ne? Ja, weil ich nicht dabei war, aber das Ding ist, ich saß doch auf dem Dino drauf. Also näher konnte ich ja kaum dran sein, außer dass der so groß ist, ne? Aber das ist halt ein bisschen schlecht gemacht vom Spiel her. So, das müssen sie halt berücksichtigen, dass ihr größter Dino, dass man den mitnimmt, dass man den auch porten kann. Ne? Also, oder man sollte ihn direkt von vorne raus ausschließen. Was ich aber jetzt auch nicht weiß, ob es das gibt, ne, dass er ausgeschlossen wird. Das könnte natürlich auch sein. Ne? Steht ja nirgendwo irgendwas hier. Das ist halt immer so, ah, hier, da. Bom, die nehmen wir noch mit. Nee, das ist nicht meine. Ich habe meine doch hier... Ach, die Tiere sind mir nicht so wichtig. Das ist ja egal. Hör mal, da muss ich ja nur ein Ei wieder ausbrüten, dann ist es gut. Ich hätte jetzt nur einfach... Was mich halt nervt, ist halt... Also stört, es nervt mich ja nicht mal. Es stört mich einfach nur, dass wir uns jetzt so viel Mühe gemacht haben, für das Ganze jetzt herzustellen. Die letzte ganze Stunde war im Endeffekt umsonst so ein bisschen. Und auch das, was ich halt off-cam gemacht habe, die Artefakte ranholen. Ne? Das geht zwar zügig, aber trotzdem, das ist halt ein bisschen... Boah, macht einen ein bisschen madig. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. Es gibt halt schlimmere Sachen im Leben, ne? Also, ich werde mich jetzt nicht drüber aufregen, aber es ist nur schade. Es ist wirklich nur schade. So, mein Kolben, wo habe ich den denn? Da. Den will ich noch mitnehmen und dann hätten wir sozusagen fast alles, ne? Ah, guck mal, hier ist noch eine. Boom, super. Jetzt sind wir wieder ausgestattet. Ich bräuchte noch ein bisschen Essen und dann passt das schon. Man darf hier eine Sache nicht vergessen, es ist immer noch ein Spiel, ne? So, ist da jetzt richtig scheiße, weil wir haben uns jetzt alle drauf gefreut. Matt Hawk höchstwahrscheinlich darüber, dass wir gleich sterben werden. Aber so ist es halt, ne? Ja, sitzen kann ich... Ja, das Ding ist halt... Man konnte ja so ein bisschen sehen, dass er so in der obersten Schicht drin hängt, ne? Aber so hundertprozentig definierbar war das halt nicht. Die hätten die Kuppel einfach einen Zentimeter höher bauen sollen. Aber das liegt halt daran, dass sie höchstwahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen sind, als sie die Kuppeln entworfen haben, ihren größten Dino da reinzusetzen mit einem Sattel. Das ist halt so. Was sind meine Betäubungspfeile? Hier, da. Aber das ist okay, ist halt so, ne? Ja, spawn die Materialien rein für den Fight.
Ja, das könnte ich machen. Das ist im Endeffekt ein guter Call. Das könnte man machen. Aber nicht jetzt. Das mache ich off-cam. Wir holen uns jetzt hier den Baryonyx. Da habe ich Bock drauf. So. Und da gehen wir mal kurz ins Wasser. Weil ich wollte ja noch ein paar Dinos dort holen. Also mal auf jeden Fall noch ein bisschen die Unterwasserwelt anschauen. So. Machen wir ein bisschen mehr davon. Super. Weil der Baryonyx, finde ich, ist ein von den geilsten Dinos überhaupt. Muss ich wirklich mal sagen. Aus dem ganz einfachen Grund, wegen seiner Fähigkeit, die er hat. Ne? Und das finde ich halt mega geil. Ich weiß halt nicht, wie gut die tatsächlich bei größeren Dinos ist oder so. Aber das seht ihr gleich. Für die, die es nicht kennen. Ne? Ja, sagen wir so, es ist ja sowieso ein Spiel, ne? Und wenn ich mir alles ranhole, weil ich Bock da drauf habe, dann machen wir das einfach, ne? So, es ist nur einfach, ich will das halt nicht, weil das macht mir ein Spiel so auch so immer so ein bisschen madig, wenn man dann einfach, ja, sich einfach alles ranholt, ne? Das ist dann zu einfach und dann ist so ein bisschen der Reiz am Survival-Game weg, ne? Aber in dem Fall ist halt, guck mal, das ist seine Spezialattacke, aber wenn ich den mal treffen würde... Egal, wir holen uns mal einen anderen. Und mir ist aufgefallen, der ist extrem langsam. Das heißt, wir hätten erstmal Geschwindigkeit mal skillen sollen. Aber, jetzt gucken wir mal den mal an. Neuner ist jetzt nicht so dick, aber... Aber gehen wir mal runter. So, und ein bisschen Energie tanken. Okay, er füllt wieder auf. Ich weiß gar nicht, wie viel... Der kann auch unendlich Luft haben, ne? Ja. Scheint ihn nicht zu stören. Nein, ich sag ja nur, du hast gehofft. Natürlich weiß ich das ja nicht. Ich kann das ja nicht beurteilen. Aber das ist ja, ist okay. Ich bin jetzt, ist okay. Ein bisschen scheiße gerade, aber ist okay. So, Fähigkeit von ihm finde ich halt mega geil, weil der kann so drehen. Und dann sind die gestunt. So, da können die gar nichts machen. Und das finde ich halt mega geil. So, und da kannst du dich schön gemütlich aufknabbern. Und höchstwahrscheinlich kriegen sie sich gar nicht down. So, und das ist halt mega geil. Guck mal, eine haben wir schon. Kannst schön gemütlich gegen drei Stück kämpfen. Sie sind einfach gestunt. Er schwimmt sogar schon weg, weil er keine Lust mehr hat. Der weiß schon, wie der Hase hier läuft, ne? So. Kommst zurück, Junge. Komm mal zu mir. Du wirst hier nicht lebend rausgelassen. Du wolltest mich angreifen. Hier, bam. Und Feierabend. Und das, deswegen finde ich den so geil, ne? Was greift mich denn da an? Ich habe keine Energie. Das nehme ich in Ruhe. Ja, die greift mich gar nicht an. Cool. Jetzt aber. Ich würde den jetzt gerne aber trotzdem mal ein bisschen auf Geschwindigkeit skillen. Weil der schon sehr langsam ist. Warum schwimmt er so blöd um mich herum? Macht schon Spaß mit dem, muss ich sagen. Gut, du hast nicht so wirklich einen Gegner mehr, aber man muss ja nicht immer nur sterben, ne? Guck mal, soll man den mal angreifen gehen? Aber der ist so riesig. Aber guck mal, die machen mir irgendwie gar nichts. Wir haben wieder viel zu viel gesammelt, höchstwahrscheinlich, ne? Aber guck mal hier, brauchen wir ja alles nicht. So, raus, raus, raus. Den einen Pfeil, den transferieren wir mal. Raus, raus. Raus, raus, raus. Und den nehmen wir auch rüber. Super. Ich weiß halt nicht, wie tief man gehen können. Okay. Ach, guck mal, da haben wir hier so eine Krake. Glaubst du, die schaffen wir? Die, ist die nicht zähmbar? Doch, die müsste doch zähmbar sein. Die ist passiv zähmbar. Ja, aber Moment, was heißt denn hier passiv zähmbar? Hör mal, die greift mich doch höchstwahrscheinlich direkt an, wenn ich da ein bisschen näher rangehe. Wir testen mal, Leute. Also, das ist doch ein Vieh, das frisst mich doch im Rohzustand. Das macht gar nichts. Aber das ist schon geil, ne? So ein Riesenkrake.
Also, Dings da, wie heißen sie? Weiß es gerade nicht, ist aber egal. Die muss ich mit irgendwas füttern. Ja, man sieht ja, gegrilltes Fleisch, rohes Fleisch. Aber ich habe halt so ein bisschen Schiss. Was siehst du? Siehst du? Siehst du? Jetzt greift sie mich an. Wo ist mein Kollege? Da haben wir einen Baryonyx, lass ihn leben! Ja, der ist tot, ne? Oh mein Gott, ich komme nicht mehr an den. Du Drecksack, du hast ihn gekillt. Komm hier. So, hast du davon. Jetzt kill ich dich. Oh, scheiße. Geh weg, geh weg. Ich springe heute alle meine Dinos um. So ist das. Kommt der noch hinterher? Nee, ich sollte aber den Sattel holen gehen, ne? Ist halt mega geil. Weißt du, ich bin vorhin an den Rand, nichts passiert. Kann doch sein, dass das Spiel vielleicht ein bisschen buggy heute ist, ne? Vielleicht dezent. Nicht unbedingt, aber vielleicht dezent. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt hoch, ohne zu sterben? Hm. 2,7 Torpo. Megalodon Stufe 40. Den sollten wir einfach mal dezent umschwimmen? Ja, die wird definitiv ausgedünnt. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir haben eh genug davon, ne? Aber ich wollte noch so was Schönes jetzt mal wieder euch zähmen irgendwie. Aber guck mal einfach mal morgen, ne? Ich hätte jetzt gerne die Brutmutter gemacht. Dann rüsten wir morgen nochmal aus für die. Wir cheaten uns einfach die Sachen ran. Die Artefakte und Co. Weil wir haben ja alles gesammelt. Es war ja alles da. Und dann machen wir die morgen nochmal. Ist ja okay. So, wir sind sauber raus. Wir haben eh schon 10 vor 10. Das ist eine super Zeit. Ist halt ein bisschen deprimierend so am Ende, ne? Aber ist ja egal. Ja, wir haben das Beste draus gemacht, Leute. Hat ja trotzdem Spaß gemacht, ne? Wir haben den Abend schön verbracht zusammen. Und das ist ja das, was zählt unterm Strich. So, wir haben noch einen Dino gekillt. Cool. Was killen wir als nächstes? Und Bronto? Wäre ja auch mal in der Reihe, ne? Mal, willst du mal laufen? Nee, komm, ich lass dich in Ruhe. Du bist nett. So ein Ei. Boah, ich möchte gern... Also, ich weiß, es gibt keine Dinos in der Welt, ne? Aber wenn es die noch geben würde, ich würde mir so gern so ein fettes Spiegelei daraus machen. Ich würde das richtig geil finden. So, und die Sättel, die holen wir uns einfach ran. Und die hier, die lassen wir dann so, ne? Wir haben ja irgendwo noch ein Yuti rumstehen. Da kann ich noch eine ausbrüten. Haben wir irgendwie nicht noch einen hochleveligen hier rumstehen? Ja, der ist gerade mal 4 Level kleiner. Und der ist 60. Ja, können wir auch den mitnehmen, ne? Weil Mama und Baba, ich weiß nicht, wo die sind. Der Junior, den dürfen wir nicht killen. Was steht hier? Ah, ich will es gar nicht... Ich will es gar nicht wissen. Es gibt normal was noch irgendwo in Baryonyx. Ah, hier. Level 19. Ah, der hat auch schon einen Sattel. Und der ist auch Level 19. Siehst du, ist ja perfekt. Eine Sache rein, ich habe einen, alles 19. Passt doch so. So, den Sattel packe ich hier mal rein. Super, und den Rest behalte ich. So, hier hören wir auf für heute. Hat Spaß gemacht. Bisschen enttäuschend am Schluss. Aber so ist das im Leben. Es kann nicht ihm alles glatt laufen. Und somit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit V.